Die Rubine! Gut. Kommen Sie mal mit, junger Mann. Yeah. So, mal gucken, ob wir das jetzt machen können. Hm. Ich wüsste sonst nicht mehr genau wie, also. Und fliegen! So. Gut. Wie viel hat die eigentlich? Das war Nummer 2. Ja. Komm, halt's Maul. Ja, ist gut, Mann. Los. Wirst du wohl. Nein. Dein Geschrei kann dir auch nicht mehr helfen. Wer hier von der Familie wegrennt, ne? Der kriegt auf den Pop ist. Das war ein bisschen. Naja, ist aber nicht. Nein. Das machst du sehr gut. Bring doch bitte noch die anderen 4 zu. Verdammte Scheiße! Wie viel verdammte Hühner hat die 7? Wer rechnen kann, wusste das aber. Naja. 7 Stücken. Ach, 4 Stück noch. Kacke, ey. Nein. Wo soll die? Was soll die denn überall sein? Der läuft aber von sich durch die Gegend. Guck, mein Hühnchen. Komm her, du Huhn. Meins. Aus dir mal schick mit Nuggets. Ich hab Hunger. Ach, ja. Der war billig. Ich weiß. Und flieg! Boah, dass die immer so einen Austicker bekommen, wenn die dann wieder von einem weg sind, ne? Unglaublich. So, dann wollen wir mal weiter. Hier hoch vielleicht. Da könnte ja immer noch einer sein. Also. Lauf, Link! Lauf! Was gibt es da oben? Ein Schmetterling. 2 Schmetterlinge. Oh man. Ich dachte, hier oben gibt es etwas Gutes. Tja, falsch gedacht. Das wollte ich doch gar nicht. Ich will den Typ da oben ansprechen. Ich komme nicht mehr vom Dach runter, aber dafür kann ich Tag und Nacht den Todesberg anschauen. Ja, wer will das nicht? Also, der Berg ist ja auch viel interessanter als zum Beispiel, ich weiß auch nicht, schlafen. Mann, ich bin ja jetzt so wütend auf den. Mein Sohn ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht spielt er ja auf dem Friedhof. What the fuck? Wer spielt auf dem Friedhof? Ganz ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf dem Friedhof gespielt habt. Na los. Ich warte drauf. Hallo. Ein Job, bei dem du viel Geld für wenig Arbeit bekommst? Da fällt mir nur Diebstahl ein. Du findest, das wäre keine gute Idee? Ja, okay. Ich gehe lieber, bevor wir gleich keine Rubine mehr haben. Der heilige Stein von Kokari. Jetzt ist er kaputt. Headshot. 3 Hähnchen brauchen wir noch. 3 an der Zahl. Ist da vielleicht eins runtergesprungen? Nein, Hühnchen! Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal hier rein. Ja, der Maskenhändler. Das weiß ich doch jetzt schon, dass da der Maskenhändler ist. Und wir haben hier ein Herzteil, ob wir da rankommen.
Und er spielt... Ja, das ist gar nicht anders genau. Aber er spielt The Song of Storms. Ein sehr schönes Spiel. Bringst du uns das bei? Ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Das macht riesen Spaß. Ich liebe Musik. Ich liebe diese Mühle. Ich will selbst einmal etwas komponieren. Vielleicht eine Melodie, die von der Mühle oder vom Wind erzählt. Oh verdammt, ich habe schon wieder Zeldas Wiegellied vergessen. Warte, ich muss das nochmal nachschlagen. Links, oben, rechts, links, oben, rechts, okay. Jawohl! Yay! Wir müssen auf jeden Fall Song of Storms spielen. Aber wie ging das mal? Naja, so viel dazu. Was Sadia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten? Eine sehr schöne Information, danke. Wirklich. Wie ging das in das Song of Storms nochmal? Der da drüben, der... Nein, danke. Also wirklich, das ist doch... Haben die das extra gemacht? Dass die so komisch laufen? Also wirklich. Eigentlich, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber... Freak. Egal. So. Ich will da rauf. Da ist ein Hühnchen. Hühnchen. Komm ich von hier aus ran? Nein. Komm her. Komm. Komm her. Komm. Oh, verdammt. Naja, egal. Dann laufen wir halt außen rum. Ich glaube, dann fehlt uns nur noch... Dann finden wir uns noch zwei, richtig? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. Wir können ja auch nachfragen. Ach. Ja, ja. Hä? Wie kommen wir denn nochmal da hin? Ich weiß es nicht mehr. Hallo? Ich glaube, wir müssen da oben irgendwie lang.